Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Himalayan Mysteries. Ich habe mir gerade eben mal ein Walkthrough angeguckt mit allem, was bisher hier so passiert ist, während ich noch was gegessen habe zu Abend. Und ja, bisher habe ich nichts übersehen. Das ist doch gut. Die eine Gebetsmühle wurde von der Person auch mitgenommen, aber es wurde noch keine einzige eingesetzt zum Beispiel. Und ja, schauen wir uns hier einfach mal um. Ich wollte schon gerade sagen, ist hier eine Sackgasse? Das kann nicht sein. Ach, sieht ja schon wieder sehr vertrauenserweckend aus. Ich glaube, ich halte mich doch mal. Für die, die es nicht wissen, auf der Tastatur ist Taste 9 für ein großes Medipack und Taste 0 für ein kleines Medipack. Und och nö, das ist ja hier genauso wie im Tempel von Xian. Warte mal. Erstmal gucken. Also dahin, dann dahin, dann. Hä, wo soll ich denn dann hin? Oder kann ich da stehen? Ich hoffe es, dass ich da stehen kann. Nein, natürlich nicht. Hilfe! Fick dich doch, ey. Ich muss da irgendwie dann direkt schräg dran springen. Das ist ja mal mega assi. Nö. Da vergeht mir ja schon wieder die Lust. Das ist jetzt wieder scheiße bei Himalayan Mysteries. Ganz klarer Fall. Wenn ich mir das weiter ansehen würde im Walkthrough, würde ich es wahrscheinlich wieder auf Anhieb hinkriegen, ne? Wie das halt immer so ist. Ah, fast. Naja, fast. Kriegen wir schon irgendwie hin, Leute. Aber wo muss ich denn von der Kletterwand aus eigentlich hin? Dann einfach nur dahin. Dann ganz hoch, zurück. Da habe ich schon geschafft. Okay. Das ist noch human. Das kann man machen. Das kann man schaffen. Glaube ich. Ja! Oh, freue ich mich gerade. Ja, auch das schaffe ich auf Anhieb. Meine Güte, scheiß die Wand an, ey. Say what? Say what? Nö, das lade ich. Das ist aber mega arschig, ey. Ich darf nicht so hoch. Okay, vielleicht doch einen höher. Okay, das geht. Vielleicht war das eine dumme Idee. Ja, das war gut, das war gut, das war sehr gut, das war sehr gut, das war sehr gut. Das war hingegen nicht so gut. Nee, war es auch nicht. Okay, komm schon. Jawohl. Es geht doch.
Meine Güte, May. Das Spiel ist aber auch kriminell, mal ganz ehrlich. Oh, wie süß, hopp. Na komm, Lara, hoch mit dir. Beweg deinen süßen Hintern. Speichern. Hilfe, Erlösung bitte. Gib mir doch mal wieder einfach nur was Schönes. Ohne Fallen. Was mit Gegnern vielleicht hingegen? Irgendwas Schönes. Okay, also seit wann sind Gegner was Schönes, aber... Oh ne! Wollte schon gerade auch sagen, hört das auch irgendwann mal wieder auf. Ach, was ist denn das hier für eine Kacke? Mal ganz ehrlich, ich will sowas nicht. Ja, natürlich, bei dem anderen hat es geklappt, aber hier nicht, oder was? Dann ist ja schon wieder ein Mönch. Ich versuche jetzt mal mit Anlauf darüber zu kommen. Geht! Es geht! Es geht! Es geht! Es geht! Es geht! Bruder, was ist dein Problem? Wie bescheuert er einfach mal ist. Ah ja, guck mal, ich bin hier oben auf dem Balkon-Ding. Ding ist wieder Bums da. Wo ich ja von Anfang an hin wollte. Wie schön, hier ist sogar ein Knöpfchen, aber das drücke ich jetzt mal noch nicht. Dann geht die Tür da vorne garantiert auf. Aber ich will natürlich vorher wissen, was hier eigentlich ist. Auf jeden Fall nochmal speichern. Was ist hier? War das ein Fehler, hier hinzugehen? Ich weiß es nicht. Es klingt irgendwie so. Ja, hier ist ja gar nichts, außer ein Gitter. Das geht nicht mal auf, wenn ich drüber laufe. Das ist vielleicht später der Rückweg, was weiß ich. Okay. Ja, dann drücke ich erstmal aufs Knöpfchen, würde ich sagen. Ja, genau. Hauptsache, du machst den Weg frei. Ist okay, kann ich mit leben. An sich mag ich ja dieses Level irgendwie schon, ne? Weil es so, ja, wie das Kloster von Bakang halt ist, mit den Mönchen und sowas. Aber andererseits auch wieder nicht. Ob hier die letzte Gebetsrolle auch zu finden sein wird, Leute? Ich hoffe es mal. Ich speichere ziemlich oft, glaube ich, aber egal. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, gelle? Denn Vorsicht ist die Mutter von Laras Rucksack. Ja, nicht der Porzellankiste, nein, Laras Rucksack. Ist vielleicht die Rolle hier drin unsichtbar? Na, wenn ich rein könnte, vielleicht, aber so nicht. So nicht. Was kann ich denn hier vom Balkon aus sehen? Schöne Dinge? Ich glaube nicht. Ich wüsste echt gern, wo die letzte Gebetsrolle ist. Kann ich was dadurch sehen? Ist das vielleicht sogar die andere Seite von den Gebetsrollen? Nee, natürlich nicht. Wäre auch komisch irgendwie, wenn. Oh, schon wieder was mit Feuer. Ich will kein Feuer mehr. Was ist hier? Hier ist ein Knopf. Und da hinten ist auch ein Knopf. Na super. Es sieht aus wie so ein Raum auch wirklich aus Tomb Raider 2. Ich hab keine Ahnung, welche Tür gerade aufgegangen ist.
Der Käfig wurde hochgefahren? Ich glaube ja. Okay. Ah, verstehe. Ja, die Tür ist aufgegangen für den leichteren Rückweg. Na, vielen Dank. Also das war jetzt mit dem Feuer nicht so schlimm. Das hättet ihr euch auch sparen können dementsprechend. Okay, Käfig wurde hochgefahren. Das heißt natürlich, da drin ist irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Gebetsrolle vielleicht. Könnte ich mir vorstellen, aber... Naja. Mal schauen. Wir werden es noch erfahren, denke ich mal. Kann ich jetzt hier lang? Ja, jetzt ist hier offen. Sehr gut. Ich brauche jetzt auch einen guten Rückweg. Obwohl, ob der so gut ist, ist eine andere Frage. Ich glaube es nämlich nicht. Ah, ich weiß, wo wir sind. Natürlich genau da festgehalten. Dankeschön. Aber naja, okay, was soll's. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Alles halb so wild nur. So, dann gehen wir mal zum Käfig und schauen nach, was da Sache ist, ne? Würde ich doch mal sagen. Oder so ist auch okay. Habe ich jetzt in keinster Weise mit gerechnet. Hätte man vielleicht vorher gucken sollen. Ihr Schweine. Was ist hier? Hier ist nichts. Gut. Ah, Luft, Gott sei Dank. Hallo, Himiko, oder wer auch immer du bist. Ich habe übrigens mal gesehen in dem Walkthrough, den ich mir angeguckt habe als Lösung, um auch zu gucken, ob ich alles richtig gemacht habe und so bisher, war ich bereits vom Spielfortschritt, sage ich mal, in Part 3 von insgesamt 10. Das heißt, das Spiel geht noch ziemlich lange. Weil die meisten Parts... Made it. That was awesome. When I have my own mansion, I'll transform the ballroom into a gym like this. Okay. Oh, da ist ja so ein Alien-Gesicht. Das heißt, es ist was von einem Alien? Was Außerirdisches? Okay. Also die meisten Parts gingen auf jeden Fall so 37 Minuten oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas mit einer halben Stunde. Es gab nur einen einzigen Part, der ging irgendwie 3 Minuten noch was. Und auch einer, der ging 19 Minuten und sowas, aber naja. Okay, was bist du? Auf jeden Fall brauche ich das, hat Lara ja gesagt. Würde ich ja gerne. Hä? Wie jetzt? Ist er zu? Warum? Warum ist das zu? Ihr Schweine! Boah, das war jetzt fies. Ich kam aus dem Teil doch auch nicht mehr raus. Nochmal.
Das ist extrem arschig. Mal ganz ehrlich, ich speichere direkt, nachdem die Filmsequenz vorbei ist. Meine Lebensenergie auch wieder. Jetzt bin ich wieder im eisigen Wasser hier. Huch. Aber ich wollte doch jetzt gar nicht hier landen. Ich meine, ich habe es geschafft. Finde ich cool. Aber... Ah. Was war denn jetzt noch mit der anderen Gebetsmühle und sowas? Ich wurde von einem Sog weitergetrieben. Ach man, hier wollte ich doch jetzt gar nicht hin. Nicht unbedingt jedenfalls. Komme ich dahin nochmal zurück irgendwann? Das finde ich jetzt schon ein bisschen doof. Ich wollte wissen, was in der Tür ist, verdammt. Habe ich jetzt irgendwo die zweite Gebetsrolle übersehen? Ich weiß es nicht. Lara macht aber auch eine Panik hier. Swim, swim! Da oben ist irgendwas Secret-mäßiges, weil das sieht nach dem Hauptweg aus. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Gespeichert habe ich ja. Oder kann ich da überhaupt lang hangeln? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann geht's wohl doch hier entlang. Aber ich bin ja auch in einer eisigen Höhle, wo ich vorher noch gar nicht drin war, oder? Auf jeden Fall war es gerade episch mit dem schnellen Schwimmen. Aber dass die Tür beim ersten Mal zu war, war arschig. Aber ich habe mich da halt zu lange an der Kante aufgehalten. Ich war da irgendwie komisch drin. Und hier war ich sehr viel besser jetzt ausgespuckt worden nach dieser Filmsequenz. Sag ich mal. Okay. Thornhauser Gate. Okay, heißt es, ich bin jetzt bald bei Mr. Alien und Co.? Oder was? Was heißt... Wie heißt denn das nochmal genau richtig jetzt hier? Yay, Wing Artefakt. Irgendwas komisches auf jeden Fall. Nein! Okay. Oh, schickes Bild. Ich habe eine Idee. Ja, ich muss sogar hier hangeln. Ach, siehst du mal. Okay, an Hangeln habe ich jetzt nicht gedacht, sondern an Hängen lassen und dann rückwärts Dingens, aber so ist auch okay. Okay, so geht's auch. Eiszapfen des Todes. Okay, hier kann ich hangeln. Und was ist hier? Ein Fenster zum Durchgucken. Wie in Schumpeter 1. Okay. Achso, hier ist noch eine Kante. Habe ich schon gerade gewundert. So. Oh mein Gott. Okay, da geht es dann um die Ecke. Och nö. Okay, da geht's um die Ecke, da mache ich dich zur Schnecke. Und der Wind pfeift uns wieder mal um die Ohren. Achso, ich muss hier mich fallen lassen. Sieht ja so komisch aus. Mann, muss ja doch gesagt werden hier.
hier raus. Mir gefällt das hier nicht. Es ist wieder so viel Schnee und Eis. Nur Schnee und Eis, alles ist weiß. Oh. Erzähl mir keinen Scheiß. Ah, hier ist eine Leiter, die nach oben führt in die Freiheit hoffentlich. Wo ist denn Mr. Alien? Ich will ihm guten Tag sagen. Ich habe sein Artefakt gefunden, glaube ich. Dabei muss ich ja auch noch immer das Artefakt finden, welches ich verloren habe, ganz am Anfang des Spiels. Wo schon keiner mehr inzwischen garantiert weiß, was es war. Der das Let's Play hier geguckt hat, meine ich jetzt. Wow. Jawohl. Das war ja irgendwie so ein ganz komischer Kreiseldingens. Kreiseldingens, genau. Hab's geschafft. Yay. Seid stolz auf mich. Und jetzt? Hierhin? Fragezeichen? Passt das? Nein, es passt nicht. Hilfe. Was soll ich denn jetzt machen? Oder muss ich hier irgendwie... Ah, warte mal. Aber hier kann ich ja auch nicht irgendwie... Doch, kann ich. Ah, Trick 17 muss ich machen. Okay, alles klar. Los, Lara, beeil dich. Wir wollen nicht ewig hier bleiben, sonst erfrierst du uns noch. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich habe doch keinen Plan, was ich hier überhaupt mache. Okay, dahin muss ich scheinbar. Alter. Okay, ich arbeite mich hier scheinbar aus einem riesigen Eiskrater oder sowas heraus. Ah, Hilfe. Irgend sowas in der Art auf jeden Fall. Ich sollte eigentlich mal den Part beenden, aber ich will gerade nicht. Oh, schon wieder hangeln. Ich krieg eine Krätze hier. Oder wie Chris sagen würde hier in Holy Trinity, ich krieg ein Kind. Es ist mir schon wieder zu viel hier. Obwohl das ja gerade überhaupt nichts Schlimmes hier ist, aber es nervt mich irgendwie. Ich will nicht mehr Schnee und Eis. Obwohl, okay, Himalayan Mysteries. Was erwartet man von einem Spiel im Himalaya? Schnee. Ja. Kotzwirk. Hopp. Na gut, das sieht dann hier schon besser aus. Nach einem Weg würde ich in die Freiheit. Deswegen werde ich mal hier jetzt den Part beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich weiß nicht so genau, ob ich ihn hatte. Ich muss mich noch entscheiden. Und wir sehen uns im nächsten Part dann hier hoffentlich alle wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was und ja. Ciao.